Herzlich willkommen zurück in dieser wundervollen Welt, meine Freunde. Man mag es kaum glauben, aber das letzte Mal, als ich auf dieses Haus hier zugelaufen bin, hat die Aufnahme geendet. Bevor wir da reinmarschieren, möchte ich noch eine kurze Sache loswerden, bevor ich das später wieder vergesse. Und zwar habe ich einen neuen Mod installiert, bei dem mir jemand von euch behilflich war, den auch tatsächlich drauf zu bekommen. Und zwar war das Maglas oder Maglas oder wie auch immer. Und zwar kann ich jetzt sprinten. Das ist eine kleine neue Eigenschaft. Wenn ich zusätzlich zum Shift, ich glaube, ich muss gar nicht Shift dazu halten, noch die Alt-Taste drücke, ich habe mir das einfach mal auf Alt gelegt, kann ich jetzt, wenn ihr mal drauf achtet, schneller sprinten, wurde erlernt. Wurde über eine Fähigkeit geregelt jetzt diese Funktion. Wenn ich rausgezoomt bin, könnt ihr das noch ein bisschen deutlicher erkennen, wenn ich anfange zu sprinten. Ich werde das nicht bei Monsterkämpfen benutzen, da ich das ein bisschen unfair finde, aber wahrscheinlich beim Reisen, einfach damit das ein wenig schneller funktioniert. Das ist, finde ich, auch nicht unbedingt unfair, da man auch links unten, wenn ihr genau darauf achtet, die grüne Ausdauerleiste, man sieht schon, sie nimmt ab, also man verbraucht Ausdauer, wenn man so sprintet, also ist das mehr oder weniger ausgeglichen und ist einfach nur praktisch und erleichtert mir enorm das Gameplay und wird zähe Stellen vielleicht nicht mehr ganz so zäh machen. Jetzt aber wollen wir auf jeden Fall mal das Haus besichtigen gehen, von dem ich selbst noch keine Ahnung habe, was wir uns das letzte Mal für 10.000 Münzen gekauft haben. Wir haben ja eine Quest dazu. Da bin ich mal gespannt, ob es hier noch mehr dazu geben wird zu der Quest, außer betreten Sie Ihr neues Haus. Oh, und was euch auch vielleicht interessieren dürfte, ich habe, oder ich mache jetzt gerade, diese Aufnahme zum ersten Mal von meinem neuen Zimmer, von meinem neuen Wohnort. Das ist aber ein sehr kleines Haus. Das ist eher eine kleine Mini-Wohnung. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade in meiner neuen Wohnung und nehme von dort aus auf. Das heißt, falls ihr so ein bisschen mehr Hall hören werdet, ich habe versucht, es zwar noch minimal zu gestalten, dass ihr nicht viel hören werdet. Ich bin auch ein bisschen näher am Mikrofon und alles. Aber könnte sein, dass es hier, ja, dass ihr mich doppelt und dreifach hört, wird natürlich nicht so extrem sein, weil ich das noch gut nacheditieren werde. Aber nur für den Fall, dass ihr da was hört, für Stone, du hörst dich irgendwie ein bisschen anders an, dann hört ihr richtig. Der erste Krieg. Nichts Interessantes, aber Banktresorschlüssel 1221. Ist das nicht unser Tresorschlüssel? Ich weiß gar nicht. Und warum ist das Diebstahl, obwohl das mein Haus ist. Ich bin in meinem Haus auf einen seltsamen Schlüssel gestoßen. Möglicherweise gehörte dieser dem Vorbesitzer des Hauses. Auf dem Schlüssel ist in kleinen Buchstaben Bank und die Zahl 1221 eingraviert. Ich sollte mich in der Bank von Erotin nach diesem Schließfach erkundigen. Schließfach. Ah. Habe ich sogar auch eine wunderschöne Lagerkiste. Bringt mir jetzt persönlich nicht so wahnsinnig viel, da meine eigentliche Lagerkiste draußen auf dem Marktplatz ist. 10 Meter weiter hinten. Irdischer Marmor, nichts Besonderes. Eine Schale mit Erdbeeren, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Erdbeeren. Beeren, die in der Erde wachsen. Erdbeeren. Klingt nicht mehr so lecker. Sieht aber immer noch so lecker aus, wie man sich das vorstellt. So, ich lege sie einfach mal hier auf das Bett. Dann kann ich das irgendwann auf dem Bett vernaschen. Wird wahrscheinlich üble Flecken geben, wenn ich das vergesse und mich reinlege, aber ist lecker. So, hier diese Falltür, die habe ich noch gesehen. Eigentlich habe ich jetzt gehofft, dass hier ich jetzt hier mega das zweite Stockwerk serviert bekomme. Aber irgendwie, einer von euch hat auch in die Kommentare geschrieben, weiß ich noch, und betrete mal dein Riesenhaus, sobald du den Schlüssel hast. Ja, ich weiß nicht, ob du mich verarscht hast oder ich irgendwelche Türen hier übersehe, aber das ist gar nicht mega. Dieses Haus ist sogar eigentlich ziemlich klein. Na gut, ein kleiner... Das ist auch lustig. Ich glaube, das ist hier das Esszimmer. Na gut, und oben wird wahrscheinlich auch das Essen angerichtet. Wäre lustig, wenn ich unten eine Küche hätte und ich dann über die Falltür mit dem Essen nach oben ins Esszimmer muss, über diese Leiter an der Wand. Das wäre ein bisschen so Design-Fail. Warte, ist hier oben noch eine Tür oder so? War das wirklich unser gesamtes Haus oder haben wir hier noch irgendwelche versteckten Gänge oder Türen oder irgendetwas, was sonst noch in unser Haus, in ein drittes Stockwerk vielleicht reinführen könnte?
Sieht aber schlecht aus und dafür haben wir 10.000 Münzen ausgegeben. Na gut, wir haben einen Tresorschlüssel gefunden. Das bedeutet doch auch schon mal was. Dann würde ich sagen, marschieren wir zuallererst mal hier in das Bankhaus und schauen, was denn so der Tresorschlüssel 1221 uns für uns parat halten wird. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass ich fast den Schlüssel gar nicht eingesammelt hätte. Ganz ehrlich, weil da eben eine rote Hand war und ich bin ja so eine wahnsinnig ehrliche Haut, dass ich den Schlüssel eigentlich fast schon liegen lassen hätte. Weil ich mir denke, ja, es ist ja zwar mein Haus, aber der Schlüssel gehört nicht mir. Ach, hier, daran kann ich mich auch noch erinnern. Damals, als wir das Tor geknackt haben, überall die Fächer hier. Fächer, die Fässer. Nicht Tresorfächer, hier sind die Fässer. Voller Gold, mit dem goldenen Pokal. Ich knacke extra ein schwieriges oder sehr schwieriges Schloss, war das hier. Und dann gibt es hier nichts Gescheites zu looten. So, 1, 2, 2, 1. Ja, nee, hier sind alle Tresorfächer, die mit 2 beginnen. Wo ist das Teil denn? Hier muss noch irgendwo ein Gang sein. Bankangestellter Gregory. Ist zu beschäftigt, kommt mir die Meldung. Du stehst einfach nur hier rum, Mann! Ah, hier sind die Fächer. Ach so, genau das ganz hinten. Natürlich ist das Fach, in dem über dem eine Zahl verkehrt rumhängt, unseres. So, schön zur Seite gehen, weil ich diesen Fächern immer noch nicht vertraue. Könnte sein, dass mich irgendwas anspringt. Ah, ein Nerim-Zeichen. Yay! Damit hätten wir schon 29. Seelensteine, Feuerpfeil. Das könnten wir noch gebrauchen. Ein paar Schriftrollen, die niemand braucht. Eine Feder. Smaragd, Rubin. Ein Pergament, wo nichts draufsteht. Und ein Brief. Das ist interessanter. 9. Januar 1012 nach Treomar. Als Eterna ist man in dieser Stadt nicht mehr sicher, selbst im Stande eines Kaufmanns nicht. Der Kanzler Baratheon hat damit begonnen, jeden von uns einzukerkern oder vor die Tore der Stadt zu werfen. Seine Schergen beobachteten gestern mein Haus. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich spüre die Gefahr und so muss ich verschwinden. Ich habe nicht viel Zeit. Ich werde meine wertvollsten Besitztümer heute Nacht in das Schließfach 1221 der Bank in Erotin einlagern und dann verschwinden. Mein Ziel ist das Bauernhaus meiner Familie, südöstlich von Gilead am großen Wasserfall. Dort werde ich sicher sein. So, ich habe das Schließfach geöffnet. Eine Nachricht neben den anderen wertvollen Dingen. Okay. Also im Tagebucheintrag. Sonst ist hier nichts, echt? Tatsächlich. Dann machen wir das wieder ganz ordnungsgemäß. Dammit! Ordnungsgemäß zu, wollte ich sagen, aber das lässt mich nicht mehr das Teil schließen. Also im Questlog an sich steht hier nichts, wo wir die Quest weiterführen können oder sollen. Aber ja, wahrscheinlich wurde uns der Questmarker jetzt das, was im eigentlichen Brief stand, an das Bauernhaus hier gesetzt. Wo verwüstetes Haus? Oh! Erinnert ihr euch? Vor circa 50 Episoden, also vor circa anderthalb Jahren, als ich eine Episode hochgeladen habe, wo wir an so einem Haus waren, wo ein abgehackter Kopf auf einem Baumstamm gelegen hat und überall Geldmünzen und Blutspuren vor dem Haus verteilt waren. Ist es das Haus? Oh, das wäre extrem geil. Ich habe jetzt vor der Aufnahme mir nicht konkret eine Route zusammengelegt, wo wir als nächstes unterwegs sein könnten oder sollten. Questmäßig, aber mir kommen gerade spontan so einige Dinge schon in den Kopf, was wir alles machen könnten. Wir haben ja einmal die Schnitzeljagd von Durian. Jetzt kriege ich irgendwie Lust auf Schnitzel. Nein, wir hatten hier die. Hier, ne, nicht Durian, Darius. Ein Durian gab es auch, aber wer auch immer das nochmal war. Darius Schätze. Schnitzeljagd, erste Frage, wer ist der Geist des Baumes? Das scheint auf jeden Fall ein unvermeidlicher Hinweis auf den Geisterbaum zu sein, der hier steht. Das heißt, unsere Reise wird uns zuerst nach Gilead bringen, dann werden wir an den Geisterbaum laufen, wegen der einen Quest, und dann gleich weiter zum verwüsteten Haus. Bin ich auch schon gespannt, wo es hingeht.
Und die Kopfgeldquest war ja irgendwo hier im Norden, im Wald von Salatin. Das können wir gleich nochmal gucken. Ach, hier gesucht, genau. Ah ja, fast, da oben, sehr gut. Gerade noch ein bisschen sortieren. Für alle von euch, die es selbst vergessen haben, habt ihr gleich nochmal hier einen kleinen Überblick. So, auch ich könnte davon profitieren und Gewinn produzieren. Genau, das war hier. Das heißt, wenn wir in Gilead sind, können wir den Weg hier ablaufen, können wir gleich zwei Questziele abhaken. Und wenn wir danach in den Norden zum Wald von Salatin aufbrechen, können wir hier an der Stahltrossmine vorbei, können wir hier eine Quest abhaken und gleich weiter oben noch eine Quest abhaken. Das heißt, es wird alles so schön nicht quer über die Karte verteilt sein, sondern eben so in einem Flutschrutsch. Das Berg... Ah, ich wusste gar nicht, dass das Bergkloster auf der Karte aufgezeichnet ist. Ich habe bis jetzt irgendwie vermutet... Oh, kacke, das ist ja ganz schön weit weg von Kabaed. Ich weiß noch, als wir die Quest bekommen haben, habe ich gesagt so, ah, Kabaed, und die Quest sagt ja irgendwie, hinter Kabaed im Westen irgendwie den Weg einschlagen. Und ich dachte irgendwie, hier würde das Bergkloster sein und bin nicht auf die Idee gekommen, mal ein bisschen nach unten in der Karte zu scrollen. Also, jetzt seht ihr es alle, hier ist das Bergkloster, ein ganz schönes Stück weiter weg. Was haben wir hier noch so Feines? Feine Spinnenseide. Danke an der Stelle an... wer war das nochmal? Danke an euch alle einfach für die ganzen Tipps. Nein, aber irgendjemand von euch hat mich darauf hingewiesen, dass nicht nur im Wald von Salatin, sondern auch später hier im Nordreich Spinnen sein werden, die feine Spinnenseite droppen. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen und Ewigkeiten da rumlaufen, sondern wir kriegen das später so oder so zusammen. So, und mehr müssen wir erstmal nicht wissen. Der Rest ist hier erstmal mehr oder weniger geplant. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen gefunden. Also noch ein paar Schriftrollen. Ja, die werde ich jetzt nicht aussortieren gehen. Aber eine kleine weitere Sache, auf die mich... Das ist echt kacke, dass ich nicht mehr den Schlüssel hier habe, weil seitdem ich umgezogen bin, habe ich ja nicht mehr hier die ganzen Notizen. Ich weiß nur noch zwei Sachen. Erstens... Vielen Dank an Neuscheot oder wie auch immer du ausgesprochen wirst. An den Tipp, dass ich mal an die zwei hängenden Personen mich mal annähern sollte. Ich habe zwar letzte Aufnahme das schon vorher aufgenommen gehabt, vor dem Tipp. Aber danke nochmal für den Hinweis und auch an alle anderen, weil da haben ja so einige von euch geschrieben, dass ich auf jeden Fall beim Marktplatz vorbeischauen sollte, beim Galgen. Und dann auf jeden Fall noch danke an meinen Cousin. Ich habe leider vergessen, wie du nochmal auf YouTube heißt. Irgendwas mit Skyrim Lord oder sowas. Danke auch an dich, dass du mir den Tipp gegeben hast, mal ins Wasserwerk zu gehen. Wo jetzt hoffentlich nicht gleich die Stadtwache wie eine Wahnsinnige hinter uns herrennen wird, dafür, dass wir das Schloss geknackt haben. Aber als ich den Sprintmod ausprobiert habe, war ich auch testweise mal hier im Wasserwerk und habe gesehen, huch, was haben wir denn da? 30 Nerim-Symbole und damit wurde unsere EP-Belohnung pro Nerim-Symbol von 220 pro Stück auf 300 pro Stück angehoben. Das kleine Wasserwerk, ich wollte ja eigentlich keine Aufbrüche, das erinnert mich irgendwie an andere eklige Dinge, aber wollte ich eigentlich nicht mehr machen, weil das ein bisschen nervig wird, wenn ich später dann irgendwann wegen dem Kopfgeld aufgehalten werde, aber diesmal hat mich niemand gesehen. Und dann konnten wir das auch gleich absahnen. Dann hat mich Freezy darauf hingewiesen, dass ich mal wieder meine Eterna baden sollte. Das ist mal eine Idee. Gleich. Rüstung ausziehen brauchen wir nicht. Das Ding ist so rostig und ich benutze das Teil schon so lange, dass es wahrscheinlich schon total undicht geworden ist und ich mittlerweile einfach kurz durchs Wasser laufen muss und dann triefe ich schon vor Nässe. So. Ich wollte noch einige andere Sachen erledigen, während wir hier sind. Nämlich eine Sache, die ich jetzt auch mittlerweile herausgefunden habe. Ich erzähle es am besten mal so on the fly auf dem Weg. Das setzt jetzt natürlich voraus, dass ich jetzt hier gleich den Schmied sehen werde. War, dass die eine Blockaxt, die geile Axt, die ich mir herstellen wollte, da stand ja, dass man nur 2 Goldbarren für die braucht. Das ist aber falsch. Ich habe nochmal nachgelesen, 2 Goldbarren und 1 Silberbarren braucht man für die. Aber habe auch gleichzeitig ebenso mitbekommen,
dass man... Ah, Moment, der Schmied war hier irgendwo, der stand nicht draußen. Dass sich die Blockaxt nicht lohnt, dass die Axt ist zwar nicht schlecht, ist aber unverzaubert und wir mit unseren Waffen fast schon der das Wasser reichen können. Deswegen, das würde sich nicht so bombenmäßig lohnen. Und eine andere Sache, die ich jetzt auch gelernt habe. Ich sagte ja, ich muss noch 20 Handwerkskunstpunkte lernen, um mir die Teleportruhen schmieden zu können. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ah kacke, 20 Handwerkspunkte, brauche ich 20 Lernpunkte. Nope. Handwerkskunst war in Nerim der einzige Skill, bei dem das nicht 1:1 funktioniert hat, Punkte zu Lernpunkte, sondern 2:1. Das heißt, für einen Lernpunkt kriegen wir 2 Handwerkskunstpunkte. Aber gerne doch. Das heißt, das skill ich mir kurz hoch. Ich weiß noch, die Runen konnten wir ab einem Skill von 75 machen. Aber ich will einfach nochmal auf Nummer sicher gehen. Jetzt haben wir 66. Hallo. Und wenn ich das jetzt nochmal mache? Aber gerne doch. So, sauber. Jetzt habe ich vorhandene Lernpunkte 0. Das heißt, ich habe wirklich perfekt die Lernpunkte aufgebraucht. Wir haben einen Skill von 76 und jetzt würde ich sagen... Ich wollte gerade sagen, wir können uns jetzt nur noch den nächsten Armboss raussuchen und schon können wir loslegen, aber wir sind ja gerade beim Schmied. So, wo waren das nochmal? Gegenstände? Teleportrune. Ah, sehr nice. Also da steht, wir brauchen auch einen Seelenstein, aber allem Anschein nach, wir haben ja hier so einige klein aufgeladene, gar nicht aufgeladene. Und Moment, hier haben wir noch einen kleinen aufgeladenen. Ich lade einfach mal... testweise meinen grausamen Spitzhammer auf. Ich möchte nämlich wissen, muss mein Seelenstein aufgeladen sein oder kann ich auch leere dazu benutzen? Nope, gehen auch leere, super. Und Arkansteine habe ich, Moment, haben wir 6, 23, also nice. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einfach nochmal hier 3 von denen. Dann habe ich nämlich noch genau 20 Arkansteine, das reicht mir dicke. Und ich würde sagen, Seelensteine haben wir sowieso genug. 4, 9, 8. Ich hoffe mal, der benutzt immer automatisch die kleinsten. Und ansonsten sind wir richtig dicke versorgt. Weil Arkansteine habe ich bis jetzt nicht gebraucht. Und ja, also wir sind sehr gut versorgt. Jetzt eine Kleinigkeit. Ich habe mal geschnellspeichert. Ich speichere nochmal richtig zur Sicherheit. Zu Sicherheiten, naja, was auch immer, wie auch immer das jetzt sicherer werden soll. Ich möchte die Blockaxt schmieden, einfach nur um euch zu zeigen... 2 Goldbarren steht hier. Blockaxt im Inventar hinzugefügt. 1500 EP, das ist natürlich brutal. 2 Silberbarren entfernt. 2 Goldbarren. Okay, ich habe jetzt im Kopf gehabt 2 Goldbarren, 1 Silberbarren, aber egal. Ich möchte nämlich mit euch einfach nochmal schauen. 26 Angriffskraft und sieht aus wie eine Ebenerz-Zweihandaxt. Auf jeden Fall sehr hübsch. Ich mag die Goldverzierungen bei den Teilen. Grundangriffswert ist ein bisschen höher als die Nexus-Axt. Und wir haben derzeit keinerlei Möglichkeit, mehr als 7 Schadenspunkte auf eine Waffe zu zaubern. Das Höchste, was ich da fuchteln kann, ja, ich habe hier nur 1 Punkt für 3 Sekunden, also insgesamt 3 Punkte. Tatsächlich, sonst habe ich hier gar nicht, sonst habe ich noch normale Edelsteine. Aber zum Verzaubern sieht es sonst ein bisschen duster aus. Nein, hier, den hier. Mit 9 Punkten über 3 Sekunden. Aber wenn ich mir das nochmal angucke, das ist hier eine Zweihandaxt und ich könnte ja hier theoretisch auch noch mit Armgemetzel rumlaufen. Oh, das wiegt 75 Steine. Gleich mal testen, wie langsam man damit angreift. Geht eigentlich. Also das widerlegt eigentlich meine Theorie, dass die Angriffsgeschwindigkeit von dem Schaden abhängt. Ich find krass einfach, wie das die wertvollste Waffe ist, die ich besitze. Ich glaube, die werde ich noch etwas behalten. Der Händler wird hier nicht mal mir genug zahlen können. Goldbarren, falls wir irgendwann mal wieder was schmieden sollten, kann ich mir ja noch kaufen. Und ja, bisher kann ich mir nicht vorstellen, warum ich es sonst brauchen könnte. Ich bin noch ein bisschen am Zögern, mein Armgemetzel zu verzaubern, weil die Waffe einfach so super schrecklich hässlich aussieht. Aber ich mache es trotzdem einfach mal, weil sonst werden wir nie dazu kommen, das Teil hier zu verbrauchen. Ich will nicht so ewig rumzögern. Und dann werden wir alle umso glücklicher sein, sobald ich wieder eine stylische, hübsche Waffe finde. wie nennen wir das? Hier, Magma-Schleuder.
einfach irgendwelche übertriebenen Namen dafür. Schleuder würde zwar besser zu einer Armbrust oder einem Bogen passen, aber das sieht einfach so passend aus, weil dieser Zombie-Arm aussieht, als ob er die Kugel gleich werfen würde. Deswegen finde ich Magma-Schleuder richtig geil. So. Ich glaube, die Nexus-Axt wurde endgültig abgelöst. Brauchen wir nicht mehr, weil ohne Verzauberung 35 Angriff und meine Magma-Schleuder jetzt hat hier 31 Angriff, kommt da fast ran. So, damit wären wir schon mal super ausgerüstet. So, ich danke vielmals, dass ich die Experimente bei dir durchführen durfte, aber verkaufen tue ich meine goldene Axt erst bei einem Händler, der mir auch ordentlich Geld dafür bieten kann. Und dann würde ich sagen, legen wir die Block-Axt erstmal ab und die Nexus-Axt auch. Die Nexus-Axt behalte ich vorerst mal, einfach weil ich damit die verdammt schwere Stahltrossmine verbinde, noch in Erinnerung. Oh, tut das gut zu sprinten. So. 2500 Münzen haben wir nämlich für das Ding gekriegt, für die Axt, die wir gerade eben geschmiedet haben und gleichzeitig noch 1550 Erfahrungspunkte. Normalerweise würde ich sagen, wenn wir es nicht benutzen, ist es eigentlich Verschwendung, aber in dem Fall mache ich einfach mal eine Ausnahme, weil uns das so nette andere Dinge noch nebenbei gebracht hat. Und jetzt würde ich sagen, teleportieren wir uns nach Gilead. Nochmal quicksafen, ich bin immer so panisch, wenn ich das mache, weil ich Angst habe, entweder Kopfgeld zu kriegen oder das Minerium abstürzt. Ich glaube, Nerim ist mir mittlerweile schon rund 10-mal abgekackt und erst einmal während eines Teleportzaubers. Aber ich bin trotzdem immer noch skeptisch wie eh und je, was das angeht. Oh. Bevor wir übrigens zum Geisterbaum hier gehen, da drüben steht er schon, ich sehe ihn bereits. Gibt es noch eine Sache? Ein Haus, wo ich zum dritten Mal rein möchte. Ich weiß nicht mehr, war das das Haus? War das Satinas Haus? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah nein, ich hab's gerade wieder. Mir ist es gerade wieder eingefallen. Und zwar in diesem verlassenen Haus da, oder zumindest müsste es da drin sein. Gab es ja im Keller so eine nette Kleinigkeit. Moment, hoppala. Ach, ich wollte auch noch gucken, wir haben ja als Rune Feuerpfeil Rang 3 eingesammelt. Ich wollte mal schauen. Wir haben Feuerball. Feuerpfeile haben wir gar nicht. Moment, da muss ich doch gerade mal schauen, ob der uns in irgendeiner Form etwas bringen würde. Mana-Raub, nein. Ach so, ich habe gerade eben Rune gesagt, dann gucke ich bei den Schriftrollen. Also Feuerpfeil. Ich war mir so sicher, dass wir Feuerpfeil irgendwann gelernt haben. Wo ist er denn? Feuerball, Feuerbiss, Frostpfeil. Aber kein Feuerpfeil, okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen neugierig, was da bringt. Ist nur 50 Münzen wert, also kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass da irgendein ultra geiler Zauber dahinter steckt. Feuerpfeil. 51 Punkte Schaden. Warum zur Hölle sollte irgendjemand das benutzen wollen? 25 Mana, 21 Punkte Schaden. Der Feuerball kostet 4 Mana weniger und macht 53 Punkte Schaden, noch in Fuß, das heißt trifft Gegner in der Nähe, hat noch Einschlag auf Ziel und macht noch Schaden über Zeit im Nachhinein. Wahrscheinlich, vielleicht einfach eine billige Alternative, falls irgendjemand kein Geld hat für den eigentlichen Feuerballzauber. So, die Ratten sind ja natürlich wie immer respawned. Geh weg! So, hier, meine Damen und Herren, waren wir ja schon mehrmals. Wir waren einmal hier und dann wurde ich darauf hingewiesen, hier gibt es einen Geheimgang. Dann war ich, glaube ich, nochmal hier, habe den Geheimgang aber nicht gesehen. Jetzt auf der Minimap sehe ich gerade, da hinten ist noch eine Tür. Ich zoome mal etwas näher ran, um mich nicht zu spoilern in Zukunft. Aber etwas wurde dann als Kommentar erst vor kurzem unter einem der Videos gepostet. Und zwar sieht man hier ja einen Hebel. Ich weiß nicht, ob ich ihn damals schon gesehen habe, aber der Tipp war sehr interessant.
Wir haben ja, wie ihr wisst, Telekinese gelernt. Und jetzt würde ich mal gerne wissen,